Hallo, liebe Menschen, die sich diese Analysevideo gegeben. Und hallo, lieber Psydo, der auch darauf wartet, wer sein Gegner werden wird. Es haben zwei Leute eingereicht, also Props an die beiden. Die anderen drei konnten nicht einreichen, aus diversen Gründen. Shoutout geht raus. Ich bringe den Joke jetzt nochmal, wo ich den der eingefällten Version schon gebracht habe. Aber Shoutout geht raus. Ah, nicht euch drei, sondern Vera in wen. Nee, jetzt mal no joke. Ich ich habe mir ein grenzdebil, geisteskrank gutes Punktesystem ausgedacht. Und zwar werde ich die Runden nicht im normalen Movery-Dings analysieren, weil das Lucky-Loser-Ding einfach kein richtiges Battle ist, sondern das geht ja gegen mich. Und ich werde nun in einer Gesamtpunktzahl von 10 Punkten zusammenfassen, wer mich zerfickt hat! Okay? Okay, fangen wir mit Zero an. Der liebe Zero-Mann, der sagte nämlich in seinen Runden, ich kann es für alle, die sich die Runde nicht gegeben haben, kurz zusammenfassen. Einen Moment. Yo, Movery. Also, du warst in dem Turnier und da bist du so weit gekommen. Ach ja, und dann so zwei Tage später und 14 Minuten warst du in einem anderen Turnier und da bist du so und so weit gekommen. Da warst du im Finale, du Blamage. Und das kann man machen. Fand ich auf jeden Fall an manchen Stellen richtig lustig. Vor allem die eine Line, wo er das N-Wort angedeutet hat, das ja wohl nicht ich gesagt hat, sondern der sehr erfolgreiche Rapper Lil Steuererklärung. Das fand ich sehr lustig, die Line. Und ansonsten kann man das auch machen, aber ich weiß nicht unbedingt, wie das... Also man hat, da muss noch was anderes in der Runde kommen. Verstehst du? Kennst du? Da muss noch so... Bam, da muss einfach noch mehr punchen und nicht nur meinen Turnierverlauf und meine Niederlagen aufzählen, weil die kenne ich alle selber. Und da hättest du noch so ein Gegenpunchen müssen, nach dem Motto so, Digga, du laberst hier gegen Santo mit seinen Stunny-Beats und dann machst du nicht mal Rückrunde. Was bist du für ein Vollhorst? So, weißt du, du hättest noch nachpunchen müssen oder irgendwelche anderen Punches. Gebe dir hier also offiziell nun 5 von 10 Punkten für deine Movery-Runde. Kurzes Intermezzo, wir kommen zur Bonusrunde von Rantes Schrank. Absolut sexy, schöne Feature-Parts von Rante, der ja irgendwie, also der Schrank lässt ihn wohl irgendwie momentan bei sich wohnen. Psydo war da. Ich habe einen kleinen Feature-Part gemacht und es war einfach so ein kleiner Remix, der ja eh eine Bonusleistung war. Im Nachhinein würde ich Rantes Schrank ganz gerne ins Vierte lassen, aber wäre irgendwie unfair den anderen gegenüber. Aber es gibt ja auch noch, also ich würde da auf jeden Fall 17 von 10 Movery-Punkten für geben. Aber es gab ja noch eine andere Runde, die wir nicht rauslassen dürfen, und zwar Legas. Ich mach's kurz, Leute. Ich habe mich stellenweise geisteskrank bepisst bei Legas Runde. Oh, ich habe gerade voll meinen Popschutz gebroked. Hallo. Okay, geht wieder. Also erstmal allein schon hatte. Einerseits ist die Runde richtig geil, weil sie mich einfach trifft. Einfach, er hat so Sachen aus der VBT-Quali genommen, hat mich auch einfach so gedisst, auch auf meinen Rap-Stil eingegangen, auf alles mögliche. Er hat mir einfach, als würde er einfach in einem Turnier random auf mich stoßen, müsste wirklich eine Runde gegen mich machen, so, ne? Und hat daraus, er hat auch noch so lustige Lines gemacht, die halt so wirklich eins zu eins meinen Humor getroffen haben. Weil er meinte bei der einen Line so, oh ja, ey, Movery, du machst immer so komische Lines. Und wenn ich die jetzt auch mache, so inhaltslose, doofe Lines, die einfach nur auf Humor ausgelegt sind oder einfach gar keinen Sinn ergeben, dann feierst du das ja, weil es ist ja auch dein Stil. Und dann sagt der grenzdebile Bastard einfach, Movery, du hast ein runzliges Kinn. Und ich bin regelrecht kollabiert tatsächlich. War sehr lustig, weil das ist halt... so manche Leute, die auch hier im Turnier mitmachen, die ab und zu irgendwie mit mir zocken oder so, wissen, dass das so Originalsprüche sind, die ich einfach meinem Gegner an den Kopf werfen würde, wenn ich irgendwie angepisst bin. Das ist so original der Shit-Talk, den ich bringen würde. Und deshalb gebe ich hier stabile 10 von 10 Punkten. Es tut mir leid, dass ich wirklich so ein improvisiertes Punktesystem habe. Aber ich habe irgendwie mit mehr Runden gerechnet und ich weiß nicht. Also die beiden Runden, die drei Runden, die zustande gekommen sind, erstmal richtig fett Props für den Aufwand und alles, ne? Also ich will da nichts runterspielen. Auch Zero, coole Runde, ging ja auch irgendwie 3,5 Minuten. Ich bin stolz, dass es unter 7 Minuten war, Bruder. Dafür vier virtuelle Ghetto-Faust oder so. Aber ja, im Endeffekt war Legas einfach der Stärkere. Und damit kommen wir zu Legas gegen Psydo im Viertelfinale. Ich hoffe, ihr seid hyped. Ich weiß, die beiden, die onanieren da schon seit Wochen fleißig drauf. Und eigentlich wollten sie erst, dass es im Finale dazu kommt. Nun kommt es im Viertel dazu.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr wisst die Frist. Ihr könnt jetzt anfangen zu schreiben. Ich habe mir mal wieder kein Skript geschrieben, wie man hört. Und damit, Zero, willkommen im Loser Bracket auf jeden Fall, wenn du daran teilnehmen möchtest. Damit haben wir jetzt die Bredouille, dass ein Platz im Loser Bracket frei ist und ich ungern Rand des Schrank zu Rante ins Loser Bracket packen würde. Dass wir noch einen vierten brauchen, vielleicht hole ich da irgendwie so eine Wildcard ran oder so. Und hol da, keine Ahnung, jemand, der gar nicht im Turnier dabei war dazu oder so eine Scheiße. Oder weil freilos im Loser-Bracket, das ist einfach, als würdest du bei so einem, keine Ahnung, als würdest du einen Trostpreis dafür bekommen, eine Niete zu ziehen, so nach dem Motto. Es ist einfach, keine Ahnung, es ist wie im Kickboxen gegen einen Behinderten zu gewinnen. Also der halt seine Beine nicht bewegen kann. Weißt du, deswegen ist es halt bloß Boxen. Wobei der voll auf Nierenhöhe ist. Egal, ich schweife schon wieder ab. Ich würde einfach sagen, viel Spaß beim Rest des Viertels. Zero, willkommen im Loser Bracket. Paarungen kommen, sobald ich die Wildcard am Stüssel habe. Nächstes Mal gibt es auch wieder eine geplante Analyse. Hey, wo ich mir mehr als, wie lange geht das jetzt? 6 Minuten Mühe mache, um was mir aus den Fingern zu saugen. Und Bussi geht raus an euch. Schkull!